Oh, kommt ihr meinen Rat zu suchen? Also erstmal das Rezept. Hier, nehmt. Und dann. Kommt ihr meinen Rat? Mit einem. Ja. Das hatten wir alle schon mal. So, da nun ja. Wird ausgezahlt. Noch eine Bitte. So. Rezept schreiben. Komisches Amulett anlegen. Los geht's. Das ging jetzt gerade ein bisschen viel zu schnell, dass mich die Untoten so leicht getötet haben. Da war ich auch wieder zu geizig mit den Einbeersäften. Aber gut. Da ist die tolle Nebelspur wieder. Und da müsste gleich der erste Monolith auftauchen. Noch so ein Monolith. Wie viele von den Dingern gibt es denn noch? Ah, den hinter mir kann ich mit einem Kugelblitz grillen. So. Ja. Zusammenhalten! Das machen wir mal richtig ernst hier. Sanyasa! Ja? Attacke! Ardo schlägt sich mit dem. Was? Wie konnte Kuano so schnell sterben? Das heißt, es ist ehrlich, klotz, nicht kleckern. Attacke! Bei meiner Treue! Und ich kann bei Ardo mal den defensiven Kampfstil einschalten, fällt mir gerade so ein. Wieso macht das Spiel sowas mit mir? Ei. Ich kann schon wieder gleich neu laden. Okay. Was ist diesmal nur schief gelaufen? Warum ist Kuano so schnell gestorben? Nee, halt, Momentchen mal. Wir machen was anderes erstmal. So. Ardo braucht. Ja. Beinschienen. Ardo braucht ja. Beinschienen, gescheite. Und was für die Schultern. Und vielleicht gibt es ein interessantes Schild für ihn. Mal gucken. Ihr habt euch richtig. Dann zeigt mal. Also. Ardo hat eine ziemlich hohe Rüstungsgewöhnung. Also könnten wir ihm theoretisch sowas wie solche Sachen aus Stahl andrehen. Also stark. Stark. Naja, okay, nicht gerade die Drachenhelm.
Nö, nicht wirklich. Wattierte Kappe, lederner Schulter, Flügelhelm. Bringt 3 am Kopf. Dieser Flügelhelm bringt plus 1 Mut, aber Ardo mit Flügelhelm, Heldenhelm. Der wäre nicht schlecht. Morion? Nö. Eiserne Beinschienen. Gibt es noch was anderes? Nö. Also müssen wir erst einmal mit eisernen Beinschienen. Und eisernen... Was für die Schulter braucht er noch was? Lederschulterpanzer oder lederner Schulterschutz? Was anderes sehe ich hier leider nicht. Zwergenhelm. Schwarze Stoffhose. Arbeiterhose. Nö. Da muss es halt der Lederschutz sein. Den darf Ardo sich auch gleich mal anziehen. So. Und dann habe ich noch Zeug zu verkaufen. Oder? Ja, nur ich. Deswegen. Ardo spricht. So. Ihr habt. Dieses schartige Gerüppel nennst du neue Vase? Genau, okay. Das da. Die postparanischen Münzen. Den Knauf. Entermesser. Ogerkeule. Die Steinkeulen, die nichts mehr sind. Torwallische Wasserstiefel. Die kann keiner gebrauchen von unserer Gruppe. Dicker Fellmantel und kleiner Stoffballen. Kann auch weg. Und da sind wir fast auf 200 Dukaten hoch. Ja. Jetzt gucken wir beim Waffenhändler. Vielleicht hat er noch ein Schild. Ihr habt Glück. Holzschild, Eisenbahnschild. Nö. Bretterschild und der Bock. Nö, der sicher nicht. Magischer Schild. Minus 2,5. Der Schild wäre nicht schlecht. Aber ist mir ein bisschen zu teuer. Aber eine Sache wollte ich ja hier gucken. Ich trage ja bereits eine almandische Armbrust. Was ich eher suche ist... Eine schwere Armbrust kostet 40 Dukaten. Eine Arbalette. Wow. Eins W plus 5 und eine schwere Armbrust macht 3 W plus 1. 2 Kampfrunden. Eine, weil ich den Lademeister hätte. Und Feires könnte mir ja theoretisch sogar beim Bogenbau eine... Windenarmbrust machen. 3W6 plus 3. Das wäre die perfekte neue Armbrust für mich. Deswegen gehen wir jetzt erst einmal zum Marktplatz. Feinste Schmuckwerk aus fernen Landen. Fein gearbeitete Amulette und Ringe. Weil für die Armbrust können wir hier auch Metallteile gleich kaufen. Gucken wir mal. Wir brauchen auf jeden Fall... Ja, Metallteile. Wir brauchen auf jeden Fall 2 Steineiche. Und ein Metallteil war es, genau, oder? Die Sachen zu Feires. Jetzt müsste sie in der Lage sein, eine schwere Armbrust zu machen, oder? Nee, sie braucht 2 Metallteile. Alan, was?
Okay, noch ein Metallteil. Ein Feilriss. Und dann gleich mal auf Feilriss wechseln. So. Erst einmal brauchen wir zwei Sehnen. Dann brauchen wir eine schwere Armbrust. Und dann eine Windarmbrust. Und die ist wert 52 Dukaten. Das ist ein guter Gewinn. Und macht einen Haufen Schaden. Hat sogar eine höhere Reichweite. Und ist auch nicht langsamer als die Armbrust. So. Jetzt habe ich schon mal eine bessere Waffe. Die ganze Gruppe kann ich wieder auswählen. Und jetzt gehe ich Vorgrim holen. Wenn wir uns damit Untoten rumschlagen, brauchen wir eine harte Axt. Aber so ist Ardo wenigstens erstmal ausgerüstet. Auch wenn Ardo keinen Helm trägt. Ja, bitte. Ach so. Koano, dich brauche ich zurzeit nicht, deswegen komm vor, du kommst du mit vor, Grimm. So. Sehr gut. Hast du eigentlich noch was? Oh, ich habe erstmal keine weiteren. Nope, der hat keine Nachrichten von Gerling. Ich frage mich, ob wir von Gerling auch so schnell noch was hören werden. Und zurück zum Magieturm. So, mit zwei richtig starken Kämpfern und einer neuen Armbrust kann ich einen Zauber verbessern? Nö, kann ich nicht. Kann Feilriss noch was verbessern? Ah, Clarum Purum könnte sie verbessern. Ich sollte sie mal öfter vielleicht Armatrotz benutzen lassen. Oder Restkind, was bringt die eigentlich? Ach so, hebt Statusveränderungen auf. Nö. Erstmal wieder rein hier. Jetzt machen wir diese Aufgabe fertig. Und dann geht's zurück zu den Elfen. Oh, kommt ihr meinen Rat zu? Ja, ja. Hier, nehmt das eine Rezept. Okay, was habe ich jetzt aus Versehen eingetauscht? Brandbolzen, naja. Was braucht man für Brandbolzen? Genau dasselbe. Ist egal. Kommt ihr meinen Rat zu suchen? Ja, ja. Das hatten wir alle schon mal. So, da bin nun auch noch eine. Gut. Jetzt legen wir dieses dieses Amulett an. Und Quick Save. Und jetzt sollen mich die Untoten mal kennenlernen. Jetzt habe ich nicht mehr den halbstarken Koano bei mir, der gegen Untote so gut wie nichts ausrichten kann mit seinem Zahnstocher. Jetzt habe ich zur Abwechslung mal Vorgrim dabei, der die Skelette in Stückchen schlägt. Aber warum immer Untote? Muss sowas sein. Ich meine, schon mal Dark Souls gespielt, da ist alles voll mit Untoten. Noch so ein Monolith. Wie viele von den Dingern gibt es denn noch? Egal, wie viele sich noch aus dem Boden bohren. Wir werden sie dorthin zurückschicken, wo sie herkommen. Ja, das versuchen wir wenigstens.